Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind auf der Rehbach. Und wenn wir jetzt mal rechts umschauen, dann seht ihr A, dass wir im März sind und B, dass es schon 11.40 Uhr ist, denn der Schnee war noch nicht weg. Der ist jetzt erst gerade vor kurzem verschwunden und somit jetzt wieder die Möglichkeit zu arbeiten. Und C, dass wir nur noch 1.400 Euro und ein paar zerquetschte auf dem Konto haben. Leute, es hat sich einiges getan und ich habe sozusagen meinen Worten Taten folgen lassen. Und was jetzt gleich passiert, werdet ihr sehen. Ich habe hier bereits das Mähwerk angelegt sozusagen. Ich habe das Mähwerk hier an unseren Klaas hier angedockt und wir fahren zu neuen gekauften Feldern, aber auch zu einem neuen gekauften Hof. Leute, wir gehen unter die Schäfer. Ich habe tatsächlich den Schafhof jetzt gekauft, deswegen müssen wir hier jetzt ein bisschen Gras mähen, damit die Tierchen dann auch versorgt werden. Und wenn ich jetzt hier anhalte, dann hat es den einfachen Grund, dass ich halt hier mal ganz kurz auf unser neues Feld schaue. Da waren Sojabohnen drauf. Das Feld habe ich gekauft, das ist abgeerntet und da müssen wir noch die Bodenwerte kaufen. Und dann geht es auch schon wieder weiter hier im Monat März mit viel, viel Arbeit, denn wir können mähen und wir können aussehen. Davor müssen wir aber auch düngen und pflügen. Also ich habe da einiges vorbereitet und es gibt noch eine kleine Überraschung. Auch wenn der Kollege hier drüben winkt, er ist damit nicht gemeint. So, jetzt müssen wir wieder darauf achten, wer alles kommt. Komm, fahr, fahr. So, wenn wir hier geradeaus durchstechen, dann kommen wir zu unserem neuen Hof mit den Schafen, den Hirtenhof. Und ich muss ehrlich sagen, das lag einfach daran, da wir im Multiplayer ja und der Geralt den Hof spielt, war ich da jetzt irgendwie ganz, ganz heiß drauf. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil irgendwo da drüben müssen wir dann links abbiegen. Hätten wir hier schon links abbiegen müssen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, ich muss mich erstmal hier orientieren. Nee, da vorne. Genau, da links sind die Gebäude, da ist der Hirtenhof, da sind 10 Schäflein, die auf uns warten und die gefüttert werden müssen. Und deswegen legen wir auch gleich los mit dem Grasfeld, was wir hier links bzw. was wir jetzt hier rechts haben. Das habe ich nämlich auch gekauft und gleich mal deswegen hier das Tempo 50 Schild weggeräumt. So, hier sind sie also, unsere Tierchen. Unser neuer Hof, unser Schafhof, der Hirtenhof. Und ich will euch ganz kurz zeigen, was das Besondere an dem Hof ist. Der Motor aus. Wir machen hier erstmal die Türchen alle auf. Augenblick. So, jetzt. Also hier haben wir unser Silo. Das Besondere ist aber dann eigentlich hier, wenn wir hier durchgehen. Ich bin der Meinung, hier müsste jetzt dann die Wolle spawnen. Und auf der anderen Seite, da haben wir dann auch nochmal ein Ballenlager. Und hier drin, da müsste eine Produktion sein, die uns, und da sehen wir auch, wir schauen mal ganz kurz rein unter Produktion. So, genau, Schafwolle und die macht Stoff. So, und jetzt muss ich ja gerade mal schauen, das habe ich nämlich total verpennt. Wo verkaufen wir denn eigentlich den Stoff? So, zack. Stoff, 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 Wolle, Milch, Eier, Stoff. Wo können wir eigentlich den Stoff verkaufen? Landmarkt, Supermarkt. Ja, hervorragend. Und die Preise sehen ja fantastisch aus. 12.000, okay. Also ich habe das Gefühl, das Ganze kann sich lohnen im Mai. Genau, das ist jetzt gerade die Hochzeit. Da können wir dann verkaufen. Also Freunde, hier drin wird es eine Produktion geben. Und ich bin der Meinung, das müsste ja auch ein Ballen- und Palettenlager sein. Das heißt, da können wir dann unsere Materialien rüberschieben. Und wenn wir die dann zum Verkauf bringen, dann können wir hier die direkt an der Straße aufsammeln. Leute, das wird spannend. Das wird cool. Das wird interessant. Also wie gesagt, im Moment haben wir hier 10 Schäfchen drin. Und da drin weiß ich jetzt gar nicht, da gibt es irgendwo noch ein Heulager, ich glaube hier, Heulager, genau. Okay, dann schauen wir mal, wo wir das Ganze dann einlagern oder wie wir das machen. Aber eigentlich brauchen ja die Schafe ja nur Gras, oder?
Genau, die brauchen Gras und zwar zügigst, damit die anfangen zu produzieren. Also los geht's, rein in den Arion. An den Namen muss ich mich auch erst gewöhnen. Ich bin halt ein bisschen auf Fendt. So, Licht machen wir nicht an. Wir wollten den Motor anmachen. Hervorragend. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht die beste Wachstumsstufe, aber wir werden das Feld dann anschließend auch gleich pflügen. Ertrag ist bescheiden und wir werden das Gras auch mit dem Ladewagen einsammeln und gleich hier, wie gesagt, zu den Tierchen bringen. So, dann mal hier aus Klapikowski. Dann vorne Motor an. Hinten Motor an. Und dann geht es einmal hier rund im Kreis. Denn ich denke, das reicht dann auch, wenn wir hier mal die erste Fuhre Gras haben. Für die Tierchen. Und dann gehen wir sozusagen in die Produktion. Das heißt, wir haben jetzt Milch, wir werden Wolle produzieren, wir haben Schafe, Kühe. Also es tut sich hier was auf der Rehbach. Und jetzt kommen wir auch ein bisschen über die Map. Denn wir haben jetzt einen Hof im Süden, wir haben einen Hof im Norden, also es tut sich was. Und das Schöne ist aber, und nur das war auch der Grund, warum ich mich jetzt doch dazu entschieden habe, natürlich, um auch ein kleines bisschen mehr Action hier auf der Map zu haben und ein bisschen noch mehr Arbeit zu haben, ist natürlich, dass wir mit den Schafen nicht so viel Arbeit haben, denn wir brauchen dann nur Gras einwerfen und Gras werden wir mehr als genug hier haben auf der Map. Das ist ja gar kein Problem. Aber ich sehe das halt eben so. Oh, da liegt noch ein Schild im Gras. Da wir ja hoffentlich nicht so viel Arbeit haben, werden da die Erträge relativ zügig dann kommen. Das Ganze hat mich jetzt knapp 200.000 gekostet. Das Grasfeld und der Hof. Und im Zweifel, ach, das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ich glaube, den können wir gar nicht mehr verkaufen, weil man ja dann die Gebäude verkaufen muss. Naja, wollen wir auch gar nicht. Soweit wollen wir gar nicht denken, dass wir irgendwie in die Insolvenz geraten sollten. Denn nochmal, mit 1.400 sind wir im Plus und haben im Moment, sind wir auch schuldenfrei bei der Bank. Soll also heißen, wir stehen eigentlich gut im Futter. Sodele, jetzt bringen wir den hier nochmal schnell in die richtige Bahn. Dann kann hier der Helfer weiterarbeiten. Sehr schön, weil dann springen wir nämlich... Dann springen wir nämlich zu unserem neuen Deutzfahr 9290. Leute, ich habe ja gesagt, wir brauchen noch ein bisschen was Stärkeres, damit wir arbeiten können. Und tatsächlich war dann hier im Februar oder war es sogar jetzt im März dieses Gerätchen im Gebrauch. Also nur damit ihr nicht denkt, dass ich hier total überschnappe. Aber ich habe das Gerät, es war halt einfach ein Schnapper. Ich musste einfach zuschlagen. Einen schönen Deutzfahr. Eine Nummer größer vielleicht, als dass ich so gewohnt bin. Aber wir haben jetzt hier knappe 300 PS am Start. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr so viele Gedanken machen, was das Thema PS-Zahl angeht für Geräte. Und trotzdem habe ich mich hier für die Köckerling entschieden als neue Drille, die nicht düngt, aber eine Direktsaatmaschine ist. 6 Meter Arbeitsbreite. Damit kommen wir, glaube ich, hier jetzt ganz gut zurecht. Und ja, das Schöne ist halt, sie war günstig. Sie war günstig, 44.000. Damit können wir auf jeden Fall mal ein, zwei Jährchen arbeiten. Auch wenn jetzt damit hier der gute Deutz eigentlich unterfordert ist. Aber wir werden schon noch Aufgaben finden, die ihn komplett dann, denke ich, an die Grenzen bringen. Wie wir dann weitermachen, zum Beispiel dann mit dem Klaas hier oder mit dem kleinen Fendt, das weiß ich noch nicht. Vielleicht bietet es sich jetzt an, den hier abzustoßen und dafür eben den Lindtrakt zu holen als Hoftraktor. Denn wir haben ja jetzt entsprechend große, große Geräte. Aber den schnappen wir uns jetzt und bringen jetzt erstmal den Schwader rüber. Denn anschließend werden wir mit dem düngen, denn Gärreste haben wir ja auch jede Menge. Das heißt, wir müssen unser neues Feld erstmal ein bisschen vorbereiten für die Aussaat. Ich denke, wir werden ja jetzt gleich in die Aussaat gehen und so viel gibt es ja nicht. Das wäre dann im Wesentlichen, glaube ich, Soja. Oder lass mich nochmal reinschauen. Lass mich nochmal reinschauen. Ja, weil Kartoffelzuckerrüben und so weiter, Sonnenblumen, das ist alles nicht das Thema. Nee, Hafer, Freunde, es ist Hafer, was wir jetzt aussehen könnten. Ja, und ich denke, Hafer passt, da kriegen wir ja auch wieder Stroh. Und wir haben ja jetzt eine BGA. Damit können wir auf jeden Fall das Stroh auch dann in die BGA kippen, wenn was übrig ist. Ansonsten Stroh kann man ja eigentlich nie genügend haben. Auch Mist haben wir jetzt genügend. Ihr seht es, er hebt den hoch. So, wir fahren mal rüber. Und dann werden wir erstmal hier
eine Schwart noch zusätzlich legen, damit die Tierchen auch möglichst schnell ihr Futter bekommen. So. Aber der neue Deutz gibt uns natürlich, was das Thema Pflügen angeht, da andere Möglichkeiten. Denn ich habe mich ja ein bisschen umgeschaut. Ein Tiefenlockerer soll es ja werden. Apropos Tiefenlockerer. Zum Glück müssen wir das Feld hier im Moment noch nicht pflügen. Und da braucht man natürlich auch ein bisschen PS, will man in die Breite. Aber ich denke, wir werden es da nicht übertreiben. 4 Meter sollte reichen. Und da kommen wir dann auf jeden Fall mit 150 PS gut hin. Denn das war so ein... Ja, knapp bemessen, hätte ich gesagt, mit dem Glas. Und jetzt mit dem Deutz sollte das alles kein Problem sein. Da sollte das gut von der Hand gehen. Zumal der Deutz, und das ist jetzt eher so das Thema fürs Abfahren, mit 60 km/h auch ordentlich flott ist. So, hier rum. Ja, wir könnten auch da lang, aber ich glaube nicht, dass das so zielführend ist. Zumal wir ja sowieso an der Straße hier direkt zum Grasfeld kommen. Ja, und so tut sich jetzt dann doch einiges. Wir haben wieder gut zu tun im März und spätestens im April, wenn dann auch unsere anderen Grasfelder wieder wachsen, geht es dann auch in die Ernte. Da werden wir dann wieder Silageballen pressen. Ist jedenfalls so die Idee. Wir könnten natürlich auch... Na, ich glaube, wir sind ein bisschen zu früh, wenn wir jetzt schon vom Häckseln sprechen. Ich glaube, da sind wir noch ein kleines bisschen zu früh. So, ab die Post. Tempomat rein. Und dann lassen wir den hier so laufen. Schön hier über die Bahn. Das dürfte doch passen. Da kommt unser Klaas entgegen. Der macht auch einen guten Job mit dem neuen Mähwerk. Und vor allen Dingen haben wir jetzt auch endlich in der Halle mit dem Ballenlager, wo wir das ganze Material auch mal abstellen können. Hier diese ganze Gras- und Wiesenbearbeitung. So, Dele. Ja, da sind wir jetzt richtig in die Vollen gegangen und wir haben ja etwas mehr. Ich glaube, 570.000 haben wir jetzt ausgegeben für Geräte und Felder und einen neuen Hof, um uns einfach wieder mehr Arbeit zu geben. So, das Vorgewende lassen wir erstmal bis hierher gut sein. Dann schauen wir, dass wir relativ zügig auch mit dem Ladewagen hier hochkommen. So, jetzt sehe ich da gerade, da unten ist tatsächlich noch eine Bahn, die er nicht aufgenommen hat. Okay. So, dann fahren wir so in die Bahn, dann müsste das doch passen. Sehr schön. Ja, wenn der Gerald im Multiplayer sich nicht den Hirtenhof geholt hätte, dann wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, hier jetzt auf Schafe zu machen. Aber ich finde es eine relativ gute Kombi. Und wie schon gesagt, jetzt haben wir dann im Norden und im Süden ein bisschen zu tun. Dann kommen wir auch ein bisschen rum hier auf der Map. Der Klaas geht in die letzten Bahnen. So, wir bleiben hier. Das passt so, denke ich. Jo. Und dann können wir mit dem Glas den Ladewagen holen und bringen unseren Tierchen auf jeden Fall lecker, lecker, lecker Gras. Frisches Gras. Direkt im März. Junggras, ich weiß gar nicht.
So, hier mal kurz ausgeschwenkt, damit wir das alles auch mitnehmen. Und dann fahren wir einfach mal hier rein und lassen ihn hier arbeiten, den Helfer. Ich denke, dann kommt er hin. Dann schauen wir mal. So. Ja, da haben wir noch ein bisschen. Das kriegen wir weg. Vorne runterlassen. Hinten runterlassen. So, den Zipfel hier machen wir auch noch. Und dann packen wir ein. Zusammenklappen, bitteschön. So, dann können wir eigentlich auch gerade am Hof hier vorbeifahren, am Aussiedlerhof. Oh, 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 sind wir, glaube ich, über das Verkehrsschild gefahren. Ich hoffe, da hat er jetzt nichts die Felgen, aber ich glaube nicht, bei den Reifen oder bei den Rädern muss man sich, glaube ich, keine Sorgen über die Felgen machen. So, dann fahren wir hier am Aussiedlerhof vorbei. Das ist mein Hof hier im Multiplayer-Projekt, das wir ja am Mittwochabend zocken um 16, nein, um 19.30 Uhr. 19.30 Uhr mit dem Thomas, dem Gerald, dem Tim und einem neuen Spieler, der dann auch dazu stoßen wird. Und dann schauen wir mal, ob er den Eberhof nimmt oder den ursprünglichen Starthof hier im... Ist das der Hof Rehbach? Nee, ich glaube nicht. Ich bin jetzt gerade nicht... warte, warte, warte. Stopp, stopp, stopp. Da fahren wir mal kurz vorbei. So, weil die zwei Höfe sind im Multiplayer-Projekt noch zu haben. Zum einen der Eberhof und zum anderen... Der Starthof, der eigentliche Starthof von der Rehbach vor dem Update. So, und das ist dieser Hof hier. Und ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wir werden es sehen auf der anderen Seite. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schöner Hof. Na, jetzt fahren wir einmal hier durch die Rehbach. Ding, ding, ding. Und jeder Hof beim Kalle hat ja ein Schild. Jeder Hof hat einen Namen. Und das ist der Hof. Der Eichenhof, genau. Jetzt habe ich es wieder, der Eichenhof. Also, der Eberhof und der Eichenhof, die sind noch frei. Und ich bin mal gespannt, welcher Hof dann am Schluss noch übrig bleibt, wenn wir noch einen sechsten Mitspieler vielleicht finden für unser Multiplayer-Projekt hier auf der Rehbach, das wir auf jeden Fall zocken werden bis zum LS25. So ist jedenfalls der Plan, so ist der ursprüngliche Plan. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Im Moment finde ich sehr, sehr gut, sehr, sehr positiv. So, jetzt überlege ich gerade, wo packen wir denn das Ding jetzt wieder hin? Eigentlich müssten wir es da drüben reinpacken. So ist eigentlich die Idee für die Zukunft. Dann hätten wir doch andersrum fahren sollen, dann wäre das günstiger gewesen. Aber dann hätten wir ja nicht gewusst, wie eben der Hof heißt, der jetzt noch zur Verfügung steht. So, wir packen das Ganze hier rein. Machen wir mal ganz drüben. Hier drüben links, links. Komme ich da rein? Ich fasse es nicht. Der ist wieder zu niedrig. Ah, okay. Okay, hier haben wir keine Kollision. Sehr schön. So, jetzt bin ich aber, glaube ich, am Ding hängen geblieben. Ja, hätte man eigentlich umgekehrt reinfahren sollen. Da haben wir aber Glück, dass das Dach keine Kollision hat. So, das Ganze legen wir ab. Dann holen wir mal... Brauchen wir unser Gewicht? Nein, ich glaube, wir brauchen kein Gewicht. Dann holen wir mal den Ladewagen und schauen zu, dass unsere Schäfchen auch was zu futtern kriegen. Den Ladewagen, den könnten wir dann übrigens auch hier rüberstellen. Dann kriegen wir nämlich auch etwas Platz auf dem Hof. So, es ist 12 Uhr, eigentlich Mittagszeit.
Aber das machen wir noch. Einmal rückwärts rein in die Bude. Ja, die Fahrwege werden jetzt langsam länger. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze dann zukünftig hinkriegen. Aber wir haben ja auch zwei Pressen, daran dürfen wir auch nicht, oder das dürfen wir nicht vergessen. Und drüben oben brauchen wir eigentlich ja nur eine einfache Ballenpresse. Deswegen bin ich auch fast am Überlegen oder gewillt, die Pöttinger noch zu behalten. Und dann stellen wir die hoch, auch wenn die eben nur 125er macht. Und dann können wir da oben Ballen pressen für unsere Schäfchen und einlagern. Dann brauchen wir auf jeden Fall etwas, um die Paletten hin und her zu fahren. Aber da denke ich, wird es ein einfacher Stapler tun. Den werden wir dann da auch hochstellen. Und dann haben wir eigentlich erstmal alle wichtigen Geräte. Vielleicht dann eben da oben noch einen entsprechenden Schlepper. Aber das glaube ich nicht, denn zum Mähen und so weiter müssen wir sowieso von unten hochkommen. So. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen auf den Verkehr achten. Rechts wäre frei, links ist frei. Ja, und der Strohmann lächelt uns immer wieder an. Und der Helfer hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das heißt, es müsste jetzt alles geschwadert sein. Und dann können wir mit dem Fendt anschließend auf das neue Feld, das wir für unsere Aussaat vom Hafer vorgesehen haben, wo wir dann mit unserem Deutz dann das erste Mal in Aktion treten werden. Aber da will ich auf jeden Fall vorher noch Gülle ausbringen, beziehungsweise Gärreste, denn davon haben wir jetzt jede Menge in unserer BGA. Ich glaube über 180.000 Liter. So, dann legen wir doch gleich hier los. Ach du Schande, da steht er und sagt nichts. Ja, ich überlege echt, von welchem müssten wir uns trennen? Von welchem Schlepper? Aber im Moment sehe ich da gar keinen. So. Ja, ihr kennt das sicher auch, wenn euch mal hier die Geräte ans Herz gewachsen sind. Sehr schön, dann sammeln hier wir mal ein bisschen Gras ein. Und wenn wir natürlich unseren Schmetterlingsmähwerk mal holen sollten, dann werden wir uns natürlich auch etwas leichter tun, wenn wir nicht mehr schwadern müssen. Aber solange wir Heu brauchen und eine Heutrocknung, so schön wie auf dem Ober- bzw. auf dem Schellenberghof auf der Oberschwaben haben wir es hier leider nicht. Also hier müssen wir noch praktisch klassisch arbeiten. Das heißt eben Gras wenden, damit wir dazu, dass wir dann Heu bekommen. So, und dann fahren wir hier noch runter. Ah, ich sehe schon, also das werden zwei Wagen. Aber ich denke, das sollte für die Tierchen auf jeden Fall mal reichen. Und dann können wir hier das Feld erstmal aufbereiten. Wir müssen ja auch hier die Bodenbewertung noch kaufen. Die habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, ist ja auch im Moment kein Geld. Wir werden noch ein bisschen Geld aufnehmen müssen. Da freut sich dann wieder unsere Bank, unser Bankberater, unser Kreditgeber. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bis zum Ende des Jahres das Ganze wieder eingefahren haben. Da wir ja mit Milch und Wolle und vor allen Dingen auch demnächst wieder mit Silage. Und die Silage bringt uns ja jede Menge Geld, wie wir jetzt gesehen haben. Das waren jetzt knappe 80 Ballen und damit haben wir ja im Prinzip 450.000 gemacht. Denn man muss ja natürlich noch die verkauften, den Weizen und was hatten wir noch? Raps oder Soja? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das müssen wir noch abziehen. Das hat nämlich auch nochmal so knappe 60.000 was gebracht. So, jetzt überlege ich gerade, fahren wir hier besser rückwärts rein. Weil ich glaube, so viel Platz zu wenden haben wir gar nicht. Ja, da werden wir uns natürlich dann mit Ballen etwas leichter tun. Ich überlege nur gerade, das ist ein Heulager, also da passiert ja nichts, ne? Daneben dran, was ist denn das eigentlich? Ach logisch, das ist natürlich wieder der Ausguss sozusagen. Genau, aber wenn wir das jetzt hier direkt reinkippen, dann dürfte doch alles im grünen Bereich sein.
So, da machen wir doch schnell ein Bildschirm. Ein Bildschirm vom Vater. Zack. Hervorragend. Oh, da passt aber richtig was rein, du. Mit 10 Tierchen. Da passt aber was rein. Und sie kommen auch gleich. Sehr schön, das gefällt mir. So, was zeigt er denn an? 21.000, 10 Tierchen. Wir gucken mal kurz hier rein. Da haben wir die bessere Übersicht. Oh, ja. Da haben wir ja praktisch den Laden gerade voll gekriegt. Hervorragend, das passt so. Und die Tierchen werden jetzt dann hoffentlich produzieren, denn die sind ja im 15. Monat oder sind 15 Monate alt. Und da werden wir uns natürlich noch Gedanken machen, ob wir bald welche dazu kaufen. Ah, jetzt haben wir natürlich auch hier einen Schlafträger. Wo ist denn, da ist der Einkauf. Was kosten denn uns die Tierchen? Sudele, 488. Alpines, das sind Bentheimer, oder? Was haben wir denn hier? Wir haben bei uns Bentheimer und 488, dann wären die sozusagen produktionsbereit. Ja, wenn wir nochmal 10 Stück holen oder vielleicht gleich 20, wie viel passen? Oh, 130 Tierchen passen hier rein. Naja, also dann können wir ja, glaube ich, auch in die Vollen gehen und relativ zügig die Wolleproduktion hier zum Laufen bringen. Freunde, das soll es gewesen sein für diese Folge. Wir haben wieder mal richtig hier eingekauft, Geld umgesetzt und haben dafür gesorgt, dass wir wieder zukünftig richtig hier Action haben. Aber vor allen Dingen freut es mich auch ein bisschen für den Deutsche, den ich hier mir erworben habe irgendwie. Ich weiß, es könnte wieder ein bisschen zu viel sein, aber irgendwie muss man ja auch mal seine Träume laufen lassen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns doch hoffentlich in einer der nächsten Folgen hier wieder von der Rehbach und das Schäfchen verschwindet bei der Abmoderation. Ja, geht von der Bühne, genauso wie ich ebenfalls jetzt auch. So, ich sage tschüss, ciao, tschio, bis zum nächsten Mal, euer Bahnfarmer.